Hallo ihr Lieben, ich würde euch heute gerne das Flechten zeigen mit drei T-Shirt-Garn. Ihr könnt diesen T-Shirt-Garn selber herstellen, indem ihr ein altes T-Shirt zerschneidet, oder ihr könnt das auch gerne mit einer normalen Wolle machen. Aber ich habe mir gedacht, zum Herzeigen ist das leichter für euch. Ihr braucht circa 30 cm von jedem Stück. Also von jedem Faden. Dann nehmt ihr die drei zusammen bei den Enden und dann machen wir einen Knoten, so wie wir das schon gelernt haben beim Knüpfen. Wir legen eine Schlaufe und fahren mit den drei Enden durch diese Schlaufe und ziehen dann das durch. Und ganz festziehen, damit wir einen Knoten haben, der nicht mehr aufgeht. Dann müsst ihr eure Fäden befestigen. Ich nehme dafür ein Dixer, ihr könnt es aber auch irgendwo mit einer Stecknadel feststecken. Und dann habt ihr hier eure drei Schnüre liegen. Ihr beginnt mit dem rechten äußeren und legt ihn über den mittleren. Dann nehmt ihr den linken äußeren und legt ihn wieder in die Mitte. Ihr zieht das dann schön fest. Dann nehmt ihr wieder den rechten in die Mitte, festziehen und den linken in die Mitte. Rechts in die Mitte, links in die Mitte. Rechts in die Mitte, links in die Mitte und so weiter. Das macht ihr so lange, bis ihr fast beim Ende angekommen seid. Ihr könnt auch zwischen einmal probieren, ob das Armband schon über eure Hand passt. Wenn es passt, dann nehmt ihr wieder die Enden und macht wieder eine Schlaufe und einen Knoten. Alle drei Enden müssen wieder durch die Schlaufe durch. Und wieder schön festziehen. Und euer Armband ist dann fertig. Ihr könnt dann das ein wenig auseinanderziehen und euren anderen Knoten da durchstecken. Und fertig ist euer Armband.